Ich habe einen mutmaßlichen 80-Jährigen, der hier gerade zu KIZ tanzt. Sei ehrlich. Moin Leute, es ist Zeit für eine Hochzeit heute und es geht in den Jürgenshof, gar nicht so unweit von mir. Eigentlich 15 Minuten mit dem Auto, aber dank Stau und Verkehr, die B75 ist gesperrt und diverse andere Baustellen haben wir auch. Dauert das Ganze eine halbe Stunde und ich, Viertelstunde hätte ich geschafft, aber ich bin spät dran. Dank Stau, los geht's. Ich bin angekommen hier am Jürgenshof und das ist ja hier am Osterdeich. Sehr schön auf jeden Fall. Hier gibt's gleich Buffet. Hier ist so die Terrasse, wo die Gäste den Empfang machen. Und hier ist der geheime Parkplatz, wo sich der DJ platzieren kann, wenn er hinterm Tennisplatz noch lang fährt für die DJs. Tipp, Jürgenshof, vorher rechts ab Richtung Tennisanlage und dann hier die Auffahrt hoch. Und dann habt ihr deutlich weniger zu schleppen, als wenn ihr da hinten auf dem Behindertenparkplatz steht. Leider Nebelverbot und Laserverbot, ja auch noch nicht. Auch gut zu wissen für die DJs. Und jetzt kommen wir rein. Hier direkt links Platz für den DJ. Und ja, sehr, sehr klein. Fachwerkhaus und da stehe ich und hier ist so die Tanzfläche. Es ist 10 vor 16 Uhr, 10 vor 4 und ich bin fertig mit Aufbau und ja, ein Gast könnte schon, oh oh, die Tanzfläche ist ja ziemlich klein. Und, ja. Ja, hier ist die Tanzfläche und hier stehe ich. Sehr schön. Ich habe mir da so zwischen Box und Tisch einen Eingang gemacht, aus Platzgründen, weil ich musste echt weit zurück, um hier wenigstens noch etwas Tanzfläche zu haben. Und ja, das sieht auch sehr schön aus. Und hier, wenn man jetzt rausgeht, dann haben wir auch noch meine Außenanlage. Hier draußen spielt einfach mal das Gleiche nochmal. Mikrofon ist auch zu hören. Das muss man jetzt mal auch appreciaten hier. Die Badezimmer sehen richtig gut aus. Das bin ich. Und nicht schlecht. Rede. Ja, meine Familie darf natürlich auch nicht fehlen und auch wenn ein wichtiger Mensch heute hier fehlt. Es gibt die Vorspeise. Heute alles glutenfrei, habe ich gehört. Ja, jetzt gibt es hier gleich Essen. Das sind nur 60 Leute und sind alle gleich losgerannt, haben alle Hunger. Es gibt Vorspeise und die Hauptspeise. Und natürlich gibt es auch einen Kaffee. Man kommt dann hier so raus und oh, so eine schöne Anlage, die das gleiche spielt wie drin. Das ist doch cool. Falls ihr wieder fragt, das ist die Maui 5 Go in White. Es ist Zeit für die Torte und die wurde gar nicht mir angekündigt. Zack, war sie da. Und ja, Love Train lief. Auch nicht so schlecht. Es ist Nachtischzeit und ich spiele ein bisschen George Harrison. Eröffnungstanz. Ich werde, glaube ich, nicht so oft gefragt wie das, wie heißt der Song an der Stelle XY. Und wenn ihr die Playlist haben wollt, habe ich es jetzt möglich gemacht. In der Beschreibung könnt ihr die Playlist für einen Fünfer kriegen und die gesamte Playlisten des Jahres für 50 Euro. Das sind 30 Veranstaltungen, könnt ihr alle haben. Kostet ein bisschen. Also, unten findet ihr den Link. Ich habe leider nichts zum Hinstellen, heute nur aus meiner Sicht. Abwanderung von der Tanzfläche ist geschehen bei uns Stayin' Alive, aber ich habe ausreichend viele behalten. Wenn eine geht, gehen das sonst immer alle. Aber läuft, ich wechsle mal das Genre. Keine schwere Phase, aber ich bin jetzt optimistisch, dass die wiederkommen. Kleine Latin-Runde eingelegt, dadurch zwei Tänzer und jetzt habe ich wieder sechs mit Macarena. Meine Tänzer sind hinter der Wand, da kommen meine Lichter natürlich nicht hin. Ja, Wünsche, die man gebrauchen kann. Wannabe, Jean-Paul, Get Busy und danach kommt Mama.
Hammer, ne? Can't Hold, das ist so ein Titel, der läuft immer durch. Selten, dass ich den rausmixe. Den kannst du mal laufen lassen. Kannst auch mal spielen. Bisschen Charts. Ja, ist immer noch in den Charts, glaube ich. Aus Versehen den Neptuniker-Remix gespielt. Es ist 3.47 Uhr, ich habe abgebaut, eingeladen und fahre jetzt nach Hause. Fazit von heute, es war richtig cool. Die haben jetzt nicht exzessiv voll ausrastend, tanzend gefeiert, sondern die haben brav getanzt. Aber das ist ja auch okay und ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich sie und da konnte ich echt alles spielen. Ich habe richtig den ultra deepesten 90er Hip-Hop und da noch viel Rock gespielt und das haben die gefeiert, auf jeden Fall. Ein absolutes Privileg dieses Jobs ist natürlich,
dass ich bei fremden Menschen wirklich schöne Momente einsehen kann. Die haben so schöne Reden gehalten und sich nochmal so ein bisschen versprochen, fürs Leben zusammenzubleiben und so. Das fand ich so schön. Da kommen mir fast also auch die Tränen. Ja, super sympathische Menschen, super schöne Menschen heute auf der Hochzeit. Und das Paar, das hat sich auch noch in der Bahn kennengelernt, so wie ich meine Frau auch kennengelernt habe in der Bahn. Da kann man sich natürlich noch mehr mit identifizieren. Ein sehr großer Vorteil des Berufs, dass man sowas erleben darf. Naja, ich lade jetzt aus, aber wünsche mir schon mal eine gute Nacht. Haut rein.